Wie immer mit einem Grüßt euch, hier ist Marcel von laufbursche.de, der Sportladen. Nicht wundern, dass ich an den beiden immer ein bisschen rumfummel, das sind so AMOLED-Displays, die gehen aber relativ schnell aus und deswegen bewege ich sie immer so ein bisschen, damit ihr auch noch am Endeffekt des Tages so ein bisschen sehen könnt, ob die Uhren noch funktionieren. Was haben wir heute für euch da? Ich habe heute eine Garmin Forerunner 965, daneben habe ich eine EPIX 51 Pro Saphir. Da daneben deine Konkurrenz, die Phoenix 7X Pro Saphir Solar, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, also 51 mm und sozusagen die Nicht-Pro-Variante, die Garmin Phoenix 7X Saphir Solar. Warum mache ich das alles? Ich habe mir Folgendes überlegt. Diese Uhren sind gerade sehr, sehr heiß begehrt und man stellt sich folgende Fragen. Will ich ein AMOLED-Display wie bei der Forerunner 965 und der EPIX 51 mm oder möchte ich ein Memory-in-Pixel-Display wie bei der Phoenix 7X-Serie? Und dann fragt man sich natürlich die Frage, gerade bei den ganzen Sachen so, bei der EPIX braucht man sich das bei der Größe nicht fragen, Pro oder nicht Pro? Das haben wir jetzt hier mit dem überarbeiteten Memory-in-Pixel-Display. Muss man mal schauen. Und warum habe ich diese Uhren alle genommen? Und zwar, wir haben hier folgenden Vorteil. Wir haben hier, ich gucke nochmal, ob hier alles anders ist. Wir haben jetzt jeweils, jede Uhr hat ein 1,4-Zoll-Display. Und deswegen finde ich sie sehr vergleichbar. Sie haben relativ viel identische Funktionen, haben natürlich im Detail einen Unterschied. Sie haben alle auch die Option auf Quick-Fit-Armbänder und deswegen habe ich diese Uhren hier genommen. So, ansonsten habe ich wie immer alles Videobeschreibung schauen, in Kapitel unterteilt. Wenn ihr eine Frage habt, kontaktet laufbursche.de oder gleich in die Kommentare schreiben. Wart den Ton, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Wenn ihr Bock habt, uns zu besuchen, kommt daher, kommt in unseren Sportladen, schaut euch das alles an. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über ein Like und einen Abonnement unseres Sportladens, wo auch immer die Glocke ist, nichts verpassen, einfach anklicken. Und ich mache einen kompletten Test, das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen, einen kompletten Test von diesen vier Uhren und gebe denen richtig Punkte. Ich habe mir vier Kategorien überlegt, und zwar Aussehen, Display, Features und Funktionen oder Funktionen und Features. Nee, Funktionen und Features habe ich genommen. Allgemein und dann schauen wir mal raus, weil es gibt eine maximale Punktzahl von 20, wer hier diesen Test gewinnt. Und dann, klack, machen wir auch die Uhr nochmal an. Und dann freue ich mich auf euer Feedback. Und wenn ihr ein Angebot braucht, schreibt uns kontakt@laufbursche.de, Vorbestellung und ZBB, schaut in die Videobeschreibung. Ist immer alles mit dabei. Auch der USB-C-Adapter. Der ist übrigens ziemlich geil. Jetzt kommen wir zu dem Part Aussehen, bei dem ich zum einen auf das Uhrendesign, die Wirkung am Handgelenk, das Armband, die Materialien und Abmaße und Gewicht eingehen werde. Und da gehe ich jetzt klassisch gleich, also da gibt es 5 Punkte und dann schauen wir mal an, welche Uhr am Ende des Tages diese Kategorie für sich entscheidet und vor allen Dingen auch warum. So, Aussehen, relativ einfach. Ich packe mal die 965 kurz weg. Und zwar, wir haben jetzt hier ein ordentliches, klassisches Uhrendesign bei der Phoenix 7X Saphir Solar, genauso wie der Phoenix 7 Pro Saphir Solar und bei der EPIX 51 mm Saphir. Die wirken halt wie eine analoge Uhr, obwohl ich da die AMOLED-Display ein bisschen rausnehme, weil ihr seht halt durch das AMOLED-Display halt schon eher, dass das eine Digitaluhr ist. Wenn ihr hier bei der 7X-Serie ein, sag mal, sehr klassisches Design vorne aufsteckt, kriegt man das im ersten Moment nicht richtig mit. Ich habe bei meiner Enduro 2, das sehe ich meistens immer das schon so gemacht, da sehe ich halt die beiden so ein bisschen weit vorne. Danach kommt für mich die EPIX, weil sie halt ordentlich diesen klassischen Uhrenkörper hat, aber das AMOLED-Display, finde ich, ist ja auch eine Geschmackssache, wirkt dann schon nicht sehr, sehr schnell wie die digitale Uhr. Jetzt im Vergleich die Forerunner 965, die ist dann natürlich dann deutlich einfacher, hat aber diese tolle Titanlünette drumherum, ist dadurch nicht weniger edler, aber ist so ein bisschen zurückhaltender. Also ich finde hier dieses Uhrendesign klassischer als das, diese kleine Uhr. Muss man dazu sagen, zum Vorgänger der 955 sieht natürlich das Titanlünette deutlich, deutlich edler aus. Kommen wir jetzt zu der Wirkung am Handgelenk. Also ihr habt hier lege ich die 965 wieder mal ein bisschen runter. Und zwar haben wir hier mit der Phoenix 7X Saphir Solar, der Phoenix 7X Pro Saphir Solar und der AMOLED 51, ach, der EPIX 51 mm Saphir natürlich hier ordentlich robuste Uhren. Da liegen die für mich weit vorne und bei der 965 haben wir da eher eine dezente, elegantere Uhr, was, wenn man das so im Vergleich hat, denke ich, finde ich sehr, 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 sehr eindeutig ist. Die sind natürlich groß und wuchtig, das ist jetzt ein Vor- und Nachteil, das muss jeder selber wissen, wie das ist. Und hier sind wir natürlich mit
schmal und klein. Das sieht man auch im Vergleich, wenn man die nebeneinander hält. Die ist schon deutlich schmaler und die wirkt auch viel, viel kleiner, auch am Handgelenk. Und die ist halt für mich einfach die 965 für eine breitere Masse an Trägern, weil nämlich Folgendes ist halt ist, ihr habt jetzt zwar hier diese geile, ordentlich robuste Uhr, aber ich muss halt leider sagen, man bleibt, wenn man so ein Hemd anzieht und 24/7 die Uhr trägt, bleibt man leider schon so ein bisschen hängen. Das ist so, das ist halt bei der Dimension, ich will das nicht zu groß reden, ist das so eine Sache, also man klatscht dann schon mal irgendwo gegen. Das passiert euch mit der 965 halt auch eher nicht. Von daher sehe ich halt einfach so, das ist so eine Plus-Minus-Sache, hier sehe ich keinen Gewinner oder Verlierer. Jetzt sind wir bei der Kategorie Armbänder angelangt. So ist es, da ist es so, dass alle Uhren, na stimmt nicht, die Epix sowie die Phoenix 7X, egal Pro oder nicht Pro, haben 26 mm Quickfit-Armbänder. Also ihr könnt ruckzuck hier das Armband wechseln. Ich habe deswegen auch einfach mal hier ein bisschen was hingelegt, habe auch hier bei meiner Enduro mal eine neue Farbe angelegt, bei der Enduro hat auch die 26 mm Armbänder und ihr könnt ruckzuck hier auf diese coolen Wechselarmbänder springen, habt halt hier auch ein bisschen Farbe oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch zum Beispiel, was ich gemacht habe und auch jeden empfehle, der bei mir in den Laden geht und der sich jetzt erstmal keine Enduro leisten möchte, weil er ihr zu teuer ist, etc. pp., den empfehle ich so ein Nylon-Armband, das kann man hier durchfädeln, ist zwar jetzt nicht wirklich Quickfit, geht aber auch relativ zackig, ruckzuck und ihr habt so ein leichtes, gibt es auch mit Quickfit, gibt es auch mit Nylon. Jedenfalls, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Also, ihr habt jetzt sozusagen Quickfit bei dem standardmäßig halt da, wie ihr gesehen habt, könnt ihr ruckzuck dann das Armband wechseln. Ich klatsche auch mal dann gleich wieder zurück und schon ist die Epix wieder die Epix, die man hat. Und das geht natürlich bei der 965 auch. Habe ich jetzt auch hier gemacht. Das ist hier ein 22 mm Quickfit Armband. Klack, klack, geht. Aber Folgendes habt ihr da. Ihr habt vorinstalliert aber so ein Armband. Ich habe jetzt extra das mit den zwei Farben genommen. Und das ist im Endeffekt dann richtig fest dran. Also da könnt ihr jetzt nicht einfach mal so schnell wechseln, sondern ihr müsst euch ein Quickfit-Armband bestellen. Ich blende euch mal hier ein Video ein. Da habe ich so eine Uhr mal umgebaut. Da seht ihr, wie das funktioniert. Also ihr habt hier ein Quickfit-fähig, könnt das sozusagen umbauen. Aber es ist halt so, dass ihr dieses Armband, wenn ihr nicht noch einen Wechselstift habt, einfach rumliegen lassen könnt. Im Endeffekt benutzt ihr das dann nicht mehr, weil ihr werdet nur noch auf Quickfit-Armbänder umstellen. Weil der Armbandsteg, den ihr ja braucht, der jetzt hier drin wäre, der ist natürlich jetzt hier drin und deswegen könnt ihr das nicht so einfach umbauen. Ich hoffe, man hat das verstanden. Das ist nicht doof. Jetzt kommen wir zu den verwendeten Materialien. Also alle Uhren haben erstmal eine richtig schöne, geile Titan-Lünette drumherum. Egal welche ihr nehmt, ihr habt bei der 965, bei der Epix 51 mm Pro, Phoenix 7X Saphir Pro oder Phoenix 7X Saphir Solar. Ohne Pro habt ihr eine schöne Titan-Lünette. Was haben wir denn noch? Also das sehe ich jetzt großen Vorteil. Da haben wir alle ein faserverstärktes Polymer, das haben wir halt alle. Außer natürlich die Epix und Phoenix Modelle haben hinten halt, also die Saphir Modelle haben hinten eine Titanlünette und sie haben ein Saphirglas. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich doll gut. Das ist bei der 965 ein bisschen anders. Also wir haben, wie ich schon gesagt habe, also eine faserpolymerverstärktes Uhrenkörper. Wir haben hinten aber auch kein Titan mehr dran. Das ist halt einfach so. Und wir haben hier ein Gorilla-Glas, was natürlich im Vergleich zum Saphirglas doch schon, wo die halt die 965 einfach so ein paar Federn lässt jetzt hier. Bei den Abmaßen und Gewicht lege ich mich gleich fest, hat die 965 natürlich richtig die Nase vorne. Wir fangen einfach mal an. Epix 51 mm Pro Saphir Solar, Phoenix 7X Pro Saphir Solar und Phoenix 7X Saphir Solar wiegen ungefähr 90 Gramm. Das ist jetzt nicht ohne, und das ist jetzt auch nicht riesenschwer, aber im Vergleich zu 965, die wiegt bloß ca. 50 Gramm. Das sind 40 Gramm Unterschied. So ist es so, zwei 965 sind ungefähr hier so eine Epix Phoenix und das merkt ihr auch. Und ansonsten sind die Dimensionen auch ein bisschen kleiner. Ich lese es ab, weil das hat man nicht im Kopf. Die hat 47,1 mal 47,1 mal 13,2. Also 47,1, merkt euch jetzt mal. Also die ist halt natürlich auch schmaler. 47,1 merkt euch aber mal. Und die haben alle 51 mal 51 mal 14,9. Ich blende das unten mal gleich ein, damit man das sieht. Also 51 mal 51 mal 14,9. So 47 mal 47, 13,2. Warum betone ich das so dolle? Weil es nämlich so ist, dass nämlich die Uhren hier alle 1,4 Zoll Display haben. Das heißt, ihr habt bei geringerem Ausmaß von der Uhr, das sieht man hoffentlich auch so nebeneinander, wenn ich das so ordentlich zeige, die wirkt halt größer, ist sie aber nicht.
halt einfach das gleiche Display, Größe, und das Ding ist halt natürlich auch deutlich schmaler. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Da liegt meiner Meinung nach die 965 klar vorne bei den Abmaßen und dem Gewicht. Kommen wir kurz zum kleinen Fazit zwischendurch. Also ich habe folgende Funde und Punkte verteilt. Also es gibt 5 von 5 Punkte. Für mich liegen Phoenix 7X, Saphir Solar und Pro mit 4 Punkten weit vorne. Ganz, ganz leicht dahinten die AMOLED EPIX 51mm Saphir mit 3,5. Exakt gleich mit der AMOLED 965. Ich sage euch ganz kurz auch warum. Für mich gewinnt das klassische, robuste Uhrendesign. Da liegen alle gleich drauf. Ich finde aber einfach, dass das AMOLED einfach an diesem Design viel besser aussieht. Und dadurch sind sie beide ein kleines Stück weiter vor als bei der EPIX. Warum die 965 gleich aufliegt, ist halt, da sie gewinnt halt extrem bei Abmaßen und Gewicht. Da ist sie halt sehr, sehr schmal, sie ist sehr, sehr klein, sie ist sehr, sehr leicht. Und ihr kriegt natürlich für euer Geld, oder sagen relativ viel, genau gleiche Displaygröße zu den ganzen Sachen. Die sind aber hier einfach von den Materialien viel, viel besser ausgestattet. Und das ist halt im Endeffekt das, was es so ein bisschen ist. Und ansonsten ist es so ein bisschen Geschmackssache mit Wirkung im Handgelenk. Die ist halt schön leicht, klein, ordentlich. Muss man halt wissen, ob man das mögt oder möchte halt eine richtige, ordentliche Uhr haben. Dann bleibt da auch tendenziell auch mal am Hemd hängen. Das ist meine Einschätzung beim Thema Aussehen. Sind wir jetzt bei der zweiten Kategorie Display, wo ich natürlich die Größe des Uhrenglas, ob die Uhren, so das Uhrenglas solar oder nicht solar hat, beziehungsweise die Ausstattung, die Displayart nochmal beleuchte und natürlich die Ablesbarkeit. Kommen wir hier zur Größe. Und zwar sehe ich hier keinen vorne und keinen hinten, weil es ja so ist, dass alle Uhren ein 1,4 Zoll Display haben. Und das ist natürlich schon richtig, richtig groß und toll. Jetzt sind wir natürlich beim Uhrenglas. Da stelle ich die 965 mal ein bisschen weg. Also hier haben wir einmal komplett Saphirglas. Natürlich ist es halt so, dass bei der Phoenix 7X, die mit Saphir Solarausstattung ist, da haben wir ein Power Saphirglas. So schreibt das halt Garmin dahin. Das ist so ein kleiner Eigenname von hier. Ansonsten haben wir Alga ultra hartes, gutes Saphirglas, was ich als Vorteil sehe. Was wir natürlich hier haben, wir haben bei der 965 ein Gorilla Glas DX mit einer Wölbung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so. Weil das ist dann doch schon ein bisschen anfällig. Ich gucke dann immer wieder was raus halt, ne? Ihr könnt überall gegenhauen oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt mit Saphir schon deutlich robuster und deutlich besser. Ich packe euch meine Videobeschreibung, wenn ihr so ein Glas wollt, als Schutz da. Ist in der Videobeschreibung drin, haben wir ein paar gute Sachen rausgefunden mittlerweile. Weil war ja so ein Problem mit der Wölbung unten in der Videobeschreibung. Wenn ich es nicht drin habe, schreibt ihr mir kontakt@laufbursche.de, damit ich es auch reinpacke. Jetzt haben wir hier noch den Unterschied, dass wir bei den Phoenix 7X Modellen ein Solar mit an Bord haben, was ja irgendwie so ins Display schon integriert ist, das also so ein Ring drumherum ist. Den habt ihr bei der 965 und bei der EPIX ist das nicht möglich. Das heißt, also nicht möglich, das haben sie nicht gemacht. Und das sehe ich jetzt als nicht ganz so cool. Also wir haben hier einen schönen Solarring drumherum, der das Display ausfüllt. Und das haben wir halt hier nicht, das ist wie ausgespart. Schade, vielleicht kommt ja sowas noch. Da gehen wir gleich über in die Displayart. Und zwar ist es halt so, wir haben bei allen vier Modellen ein Touch-Display. Also ja, das ist es halt einfach zu sagen. Also wir haben halt ein Touch-Display und wir haben jetzt hier einen Unterschied. Ich mache mal hier, das sind die beiden AMOLED-Displays. Das ist halt erstmal so hervorzuheben. Ob man das jetzt gut oder nicht gut findet, ist jetzt so eine Sache. Also wir haben hier ein AMOLED-Display bei der 965 und bei der EPIX. Und wir haben hier bei den Phoenix 7X-Modellen ein Memory-and-Pixel-Display, wo hervorzuheben ist, dass das Pro-Modell ein überarbeitetes Memory-and-Pixel-Display hat und damit deutlich heller ist. Es ist halt heller und ich finde es halt gut. Für mich gewinnen hier die AMOLED-Displays in dem Moment, weil sie nämlich viele mehr Pixel haben. Mal so ein Vergleich, genau. Beide haben 454x454 Pixel, also die EPIX und die 965. Und hier sind wir bei jeweils 280x280 Pixeln. Und ich sehe halt einfach da so ein bisschen so, dass hier so die AMOLEDs halt weiter vorne sind, weil wir haben halt Touch, wir haben halt AMOLED richtig viel Pixel. Und ja, das finde ich, da ist beim Display
da gewinnen schon unsere Amulets hier im Vergleich zu Memory und Pixel. Also vielleicht ja, so, ne? So müsste man das sehen. Die beiden gleich auf. Hier ist ein überarbeitetes Memory und Pixel Display hervorzuheben. Und hier will ich nicht sagen, das ist das Schlusslicht, aber ja, da ist es halt so ein bisschen die Phoenix 7X hinten drin. Kommen wir mal zur Ablesbarkeit. Also, wenn ihr draußen in der Sonne seid, dann sind die AMOLED-Displays beide schon gut lesbar, aber im Vergleich zu den Memory- und Pixel-Displays der beiden Phoenix 7X-Modelle, ob nun Pro oder nicht Pro, Saphir oder nicht Saphir, ist das schon hier ein Vorteil zu erkennen. Wenn wir aber in den Schatten gehen, dann ist es so, dass das AMOLED-Display wirklich jetzt das Memory- und Pixel-Display schlägt. Das ist wirklich deutlich besser. Man muss dazu aber auch sagen, dass da leicht die Pro der Nicht-Pro gegenüber ist, weil sie ein bisschen heller ist. Das erkennt man dann schon outdoor im Schatten so, und das wird dann in Indoor noch ein bisschen sichtbarer, dass das Memory-in-Pixel-Display gegenüber der Phoenix 7X zur Pro schon die Pro einen kleinen Tick drin besser zu sehen ist im Vergleich zur 7X. Drinnen sind die beiden natürlich die AMOLEDs wieder aller erste Sahne. Deswegen ist es bei mir jetzt so, dass für mich draußen, dass da nur die Vorteile bei den beiden bestehen, für mich die Epix da mega gut ist. Und mit der AMOLED mit dabei, und dass die beiden so ein bisschen danach sind. Es ist halt immer darauf an, wie man die Uhr halt benutzen will. Bist du nur draußen, machst du hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Fang. Andersrum machst du hier draußen auch nichts falsch, und gerade im Schatten bist du dann wieder richtig weit vorne mit dem AMOLED-Display. Im Display-Desk gewinnt für mich von 4 von 5 Punkten die Epix Pro eindeutig. Sie hat halt leider nur die kleinen Schwäche halt in der Sonne. Ansonsten gibt es hier nirgendwo, wo sie wirklich Abstriche macht, außer beim Solar. Ist halt nicht verfügbar. Ähnlich sieht es halt aus. An Platz 2 sind jetzt beide die 7X-Modelle beide. Ihr habt halt hier das Problem, ihr habt zwar hier Solar, was positiv rauskommt, ihr seid zwar in der Sonne ein bisschen besser lesbar, aber dann, wenn es in den Schatten geht, ist halt das AMOLED-Display einfach unschlagbar. So, das ist, variiert ja hier also auch, also kein Solar, AMOLED sehr, sehr gut lesbar, aber wir haben hier einfach halt wegen kein Solar und wegen des gewölbten Displays, was ich finde nicht so ganz gut gelungen ist, muss ich hier abstreichen, da ist halt die 965 hier für mich auf den letzten Platz, aber wir sprechen hier von 3 von 5, 4 von 5 und jeweils 3,5 von 5 möglichen Punkten. Jetzt kommen wir zu Funktionen und Features, und ich habe mir da auch wieder 5 Sachen rausgepickt, um die Uhren miteinander zu vergleichen, und zwar Taschenlampe, Puls-Ox-Sensor, GPS und Karten, dann habe ich noch Gesundheitsüberwachung und Trainingsplanungs- und Analyse der Uhren, und ich switche gleich zur Taschenlampe. Also wir haben jetzt hier alle Uhren haben eine Taschenlampe, das ist mal so herauszuheben, aber nur die Phoenix 7 und die Epix haben eine richtige Taschenlampe, die hier oben drin ist. Und wenn ihr die halt anmacht, dann geht halt hier das richtig los und könnt das auch blinken lassen, rot blinken lassen etc. pp. Hier geht das nur über das Display in weiß und rot. Das war früher bei den anderen Modellen auch so gewesen. Dadurch, wenn ihr jetzt aber die richtige Taschenlampe habt, geht es über das Display nicht mehr. Habt ihr eine richtige Taschenlampe, das ist ziemlich cool. Eins noch ist herauszuheben, was nicht so wirklich zur Taschenlampe gehört, ich aber ziemlich gut finde und ich mit dazu zähle. Und zwar die Epix hat einen Redshift-Modus. Das heißt, ihr könnt diese ganze Uhr auf Rot stellen. Und ich finde, das in Kombination mit der Taschenlampe Redshift-Modus, damit ihr dann, gerade wenn ihr nachts das benutzt oder beim Aufstehen benutzt und ihr habt die Augen haben sich noch nicht richtig dran gewöhnt, könntet ihr auf Rot schalten. Ist richtig toll. Deswegen finde ich, hier ist die Epix weiter vorne als die beiden 7X-Modelle, egal Pro oder nicht Pro. Und hier kackt halt die 965 mit ihrem Display Taschenlampe halt ab. Aber das ist nicht schlimm, weil ich finde, das ist dennoch ziemlich toll. So, Puls-Ox-Sensor, folgendes. 965 und Phoenix 7X Saphir Solar haben die noch der vierten Generation. Epix Pro und Saphir Pro haben den, Phoenix 7 Pro haben natürlich den der fünften Generation. Das ist also komplett neue Hardware. Das Ding ist größer. Das Ding scheint mehr zu können. Das Ding kann noch mehr. Das Ding ist genauer. Es ist aber gerade noch so ein kleiner Streit, also beziehungsweise wird hier eine Zulassung gemacht. Der soll EKG-ready sein, wie ihr das auch aus der Venue 2 Plus, glaube ich, kennt. Und wenn das kommt, geht das Ranking natürlich noch weiter auseinander. Da ist natürlich hier die Hardware wirklich dann gefühlt schon veraltet. Dann bei GPS und Karten kann man halt erstmal klipp und klar sagen, alle haben Multiband-GPS, die Saphir-Modelle sowieso, die Pro-Modelle mittlerweile jetzt auch, bei der 965 Standard mit dabei, also hier eins glatt. Aber hier gibt es kein Expeditions-GPS, was bei denen allen drin ist, bezüglich Akkusparen.
auch wenn wir noch nicht ganz vorbei sind. Das Ding 965 hat natürlich Karten vorhanden, das haben sie halt alle. Alle haben Karten, aber jetzt sind natürlich die beiden herauszuheben. Hier haben wir jetzt Relief-Karten, das heißt, ihr habt eine schöne Oberfläche, die sich aufbaut. Ist bei der EPIX natürlich viel, viel geiler zu sehen, weil ihr da halt viel mehr Pixel habt. Ne? Dann haben wir natürlich die geilen neuen Layouts, da könnt ihr drumherum neue Datenfelder ranmachen, finde ich ziemlich cool. Und vor allen Dingen auch diesen Splitscreen, finde ich, hat mir vorher gefehlt. Wäre aber nicht auf die Idee gekommen, aber finde ich schon ziemlich, ziemlich geil. Und natürlich diese irren Wetterkarten, die ihr nutzen könnt, wo ihr sie da so ein bisschen drüber legt und dann seht ihr halt die Temperatur, wie sie Regen kommt und wie der Niederschlag, also Regen, Niederschlag selber und etc. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. So, kommen wir zur Gesundheitsüberwachung. Da ist es relativ einfach und nicht viel zu erwähnen. Da sind sie alle auf dem gleichen Level. Mag sein, dass die eine oder andere Funktion jetzt nicht damit dabei ist, aber hier Body Battery, Fitnessalter, Schlafüberwachung, Alarme, abnormale Herzfrequenz, Stresslevel etc. pp. Das Ding ist rappelbappel voll. Und jetzt kommen wir zu den Trainingsplanungs- und Analysefunktionen. Da fangen wir halt einfach mal bei der 965 an. Wir haben halt Erholungszeit, Morgenbericht, Wettkampfübersicht und HFV-Status. Das haben alle drinne. Was wir aber hier nicht haben, ist der HFV-Stresstest. Der ist nicht möglich. Und ihr könnt die Bodenkontaktzeit und Balance beim Laufen nur über Zubehör machen. Und das haben wir hier in den anderen drei natürlich komplett mit drinne. Was wir aber hier noch neu haben, und zwar nur in den beiden Pro-Varianten, da nehme ich die wieder ein bisschen zurück. Wir haben jetzt hier diesen coolen Hill-Score, der euch also zeigt, wie ihr so den Berg hochkommt. Nicht mich verwechseln, bitte mit beim Radfahren. Also wir sprechen hier nur vom Laufen, ne? Laufenberg, nicht Radfahrenberg. Und einen neuen Ausdauerwert, der halt über alle Sportarten, die du machst, dir so einen Ausdauerwert macht, weil das war halt vorher nicht mit dabei, finde ich ziemlich cool. Und halt die Teamsports bzw. die neuen Profile, also ihr habt jetzt Fußball und Co. mit dabei und Garmin hat sich ein bisschen davon getrennt, dass jede Sportart, die du benutzt, halt eine individuelle Tracking-Sache hat. Also wenn ihr zum Beispiel Sub gemacht habt, Stand-Up-Paddling, habt ihr immer Schläge mit dabei gehabt, das heißt, es musste so ein Schlag und wie musste das Uhr, also waren Schläge mit dabei, und wie muss die Uhr das tracken? Davon haben sie sich getrennt. Also ihr könnt jetzt also Fußball nehmen. Da gibt es nichts zu tracken, außer jetzt irgendwie, was ihr wisst, hier mit Strecke und Kilokalorien. Aber weil ihr könnt jetzt nicht irgendwie Pässe machen, irgendwie sowas. Ne? Davon hat sich Garmin ein bisschen getrennt und einfach viel mehr Sportprofile zuzulassen. So, um jetzt gleich ins Fazit zu gehen, um das Ding jetzt einmal rundum Schlag zu machen. Ich fummel ein bisschen rum, ne, damit die Dinger nicht ausgehen. Ist hier die EPIX Pro einfach vorne dabei. Hier ist alles drin. Ne? Hier habt ihr alles. Dann sehe ich die Fenix 7X Pro mit dabei, aber nur weil einfach der Redshift-Modus nicht mit dabei ist. Und ansonsten merkt man schon, hier fehlt ein bisschen was. Die Hardware, achso, sorry, die 7X, die fehlt ein bisschen was. Die kriegt schon mit 2,5 und 5 Punkte, also 5,5, 4,5, 2,5 und abgeschlagen halt hier mit 1,5 Punkte. Ist halt nun mal so. Hier sind halt die, im Vergleich die wenigsten Funktionen drin, aber wir sprechen hier trotzdem von Alleskönner. Ne? Nicht, dass ihr das verkehrt wertet. Kommen wir zur letzten Kategorie und zwar allgemein. Die habe ich wieder in 5 Sachen unterteilt. Und zwar will ich einmal euch auf den Preis eingehen, dann auf einmal Akku und sozusagen Laden, dann auf Varianten und Farben und zum Schluss zum Speicher. Also gibt wieder 5 Punkte und dann hören wir uns gleich. Kommen wir jetzt zum Preis. Beim Preis ist es relativ eindeutig und zwar ist es so, die 965 liegt mit ihrem, ich mache mal die UVP-Preise mit 6, ich muss ein bisschen vorlesen, ist völlig klar, weil das müsste ich alles auswendig lernen, habe ich gar keine Lust zu. Liegen wir bei 649,99, ist somit dann jetzt schon mal 300 Euro günstiger als die Fenix 7X Saphir Solar ohne Pro. Nur so im direkten Vergleich, ich meine, ich kann nur die UVP-Preise miteinander vergleichen. Und dann ist es so, dann kommt die Fenix 7, ich mache es mal so, ne? Also Nummer 1, dann kommt Nummer 2, dann kommt die Fenix 7X Pro Saphir Solar. Da müsst ihr glatt mal noch einen 100er draufhauen, damit ihr mit der, dabei seid. Und dann nochmal, und dann müssen es nochmal 100 sein mit 1149, damit ihr auf die EPIX Pro umsteigen könnt. Also da ist ein relativ einfach, die 965 300 Euro günstiger als die 7X Saphir Solar mit 949, dann 1049 eine 7X Pro Saphir Solar und dann 1149 für eine AMOLED EPIX 51 mm Pro Saphir. Genau. Und jetzt kommen wir zum Akku und Laden. Beim Akku und Laden ist es halt so, die sind halt, sag mal so, die können wir auf eine Reihe stellen, die sind halt komplett eindeutig. Da ist halt so, dass es hier so ein bisschen
eher so ein bisschen federn lässt. Aber überlegt euch die Größe etc. pp. Dann würde ich mal einfach mal den Smartwatch-Modus miteinander vergleichen, damit er mal ein paar Ranks hat. Und zwar hieß es so, die Phoenix 7X hat 28 zu 37 Stunden, also wir sprechen mal mit und ohne Solar, und das ist bei der Pro komplett identisch. Jetzt ist es aber bei der Epic so, ihr habt natürlich kein Solar, die hält aber trotzdem 31 Stunden. Das heißt, wir sind hier wirklich auf dem gleichen Level, beziehungsweise hier ein bisschen mehr. Haben die aber ein bisschen Solar, sind die mit dabei, sind die genauso gut oder sogar noch ein Stück besser. Liegt daran, dass die in Epic den Enduro 2 Akku bekommen, den ich hier oben habe. Und hier stehen gerade unglaublich 32 Tage drauf. Unglaublich, bei voller Kanne alles drauf. Also müsst ihr euch mal so ein bisschen vorstellen, was da so geht. So, und dann hier sind wir Anführungsstrichen nur bei 23 Stunden. Ich finde aber, das kann man nicht wirklich zum Nachteil bringen, weil 28 ohne Solar, sprechen wir mal ohne Solar, 28 ohne Solar, 31, 23, das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich mir aufgeschrieben, GNSS-Modus mit allen Systemen plus Multiband sind wir bei der 7X und bei der Pro 7X bei 36 zu 41 Stunden, also immer ohne Solar, mit Solar, und sind wir hier bei 38 Stunden und hier sind wir ungefähr bei 19 Stunden. Hier lässt natürlich langsam dann wirklich schon das Ding ihre Federn. Was auch zu erwähnen ist, wir haben jetzt hier ein USB-C-Ladekabel. Dafür packen wir übrigens auch, wenn ihr bei uns bestellt, einen Adapter drin, dass er von USB-C auf USB-A, weil wer hat das schon? Und das ist halt geil, dann könnt ihr halt theoretisch auch, wenn ihr eine Bassbox habt oder euer Handy mit USB-C, könnt ihr damit eure Uhren laden. Ist ziemlich geil, habe ich probiert, geht natürlich einwandfrei. Wenn ihr USB-C-Ladekabel habt, könnt ihr damit auch die Dinger laden. Ne? Also es ist nicht uhrenabhängig, sondern ladekabelabhängig, und hier ist es jetzt schon mit dabei. So, dann ist es halt so, dann kommen wir zu den Varianten und Farben. Da ist es halt relativ einfach, dass hier bei der 965 gibt es halt einfach drei Farben und dann ist aus die Maus, da gibt es keine Größen, dann ist alles vorbei. Ist halt ein bisschen mau, aber ich denke dennoch in Ordnung. Und hier haben wir natürlich ein großes Portfolio. Hier haben wir erstmal drei Größen. Auch wenn wir jetzt hier die X bzw. 51 mm miteinander vergleichen. Wir haben hier eine kleine, wir haben jetzt eine mittlere und wir haben eine große. Die haben wir auch in unterschiedlichen Farben. Von daher sehe ich halt hier zwei Farben und drei Größe, haben wir hier einfach die größere Variante. Natürlich wird es dann auch ein bisschen günstiger. Aber darum geht es im Endeffekt nicht. Ich wollte euch halt einfach sagen, dass dort hier eine Variation an Farben etc. pp. Möglich ist. Wo ihr hier relativ eingeschränkt seid mit euren drei Farben, die übrigens dann hier auch so ein paar Nuancen anders haben. Nur so im Hinterkopf. Und dann kommen wir zum Speicher. Da sind alle auch wieder komplett ausgeglichen. Wir haben hier wirklich, jede Uhr hat 32 GB. Ihr könnt da machen, was ihr wollt etc. pp. Natürlich geht die Musik, könnt ihr auch Musik auf der Uhr speichern und könnt damit euer Headset verbinden und aus die Maus. Also, ganz klipp und klar, hier ist halt einfach, weil der Preis so enorm gut ist, die 7X Saphir Solar dabei. Dann ist es halt so, dadurch, dass, also Akku, ne, ist halt nichts, was irgendwie bei den anderen sind. Dann habe ich hier, ranke ich ein bisschen später die beiden Pro-Varianten, weil sie sind einfach schweineteuer. Und ganz zum Schluss kommt leicht abgeschlagen, aber nur ganz, ganz bisschen für mich die 965, weil hier halt einfach weniger Variation ist. Hier geht es auch ein bisschen von Akku weniger, auch wenn der Preis enorm gut ist. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Ihr werdet solche Fragen. Also 20 Punkte gab es zu vergeben. Für mich hat mit 15,5 Punkten von 20 die Epix 51 Pro Saphir gewonnen. Und zwar, ich muss ein bisschen lunchen, aber ansonsten relativ einfach. AMOLED, dann der Akku von der Enduro 2, diese unglaublich krasses Display mit diesen unglaublich krassen Effekten, wo er richtig Tiefe etc. pp. Sendet, ist halt einfach ein anderes Level als die Phoenix 7X Pro. Das ist halt einfach nur irre. Ihr habt super gute Materialien, die Uhr sieht super gut aus, super sexy. Die Ausstattung, die neuen Funktionen überzeugen gerade vor allen Dingen bei den Karten. Also, neue Hardware, neuer Akku. Überall eine Taschenlampe drin, in allen Variationen, die ihr habt bei der Epix Pro. Einfach unglaublich gut. Kurz danach für mich mit 15 von 20 Punkten die Phoenix 7X Pro. Warum hier im Vergleich? Also, ihr überzeugt halt einfach das Ablesen in der Sonne. Da habt ihr hierfür, das ist hier immer noch gut bei der Epix Pro, 51 mm. Aber dennoch ist es halt so, Sonne super, dafür hier kein Solar und einfach so, wenn ihr euch die ganzen neuen Funktionen anschaut, gerade mit den Karten,
ist das halt einfach mit den Pixeln, wo das halt überzeugender ist. Und das ist halt da, wo halt einfach die, die Phoenix 7X Pro so ein bisschen verliert, aber halt nicht so wirklich. Ne? Solar, sehr, sehr gut. So, danach kommt mit 13,5 Punkten für mich, wie ranke ich denn das jetzt? So, wa? So, ne? So sieht man, 13,5 Punkten von 15, die Phoenix 7X Saphir Solar. Wo lässt sie halt federn? Sie lässt definitiv federn halt bei den neuen Funktionen, hat sie halt einfach nicht. Im Vergleich, das neue Memory im Pixel Display von der Pro ist halt ein Tick besser. Aber halt einfach, hier sind die Funktionen fehlen halt, auch gerade wenn hier wahrscheinlich EKG kommt, es ist das Ding halt wirklich abgeschlagen. Und ihr habt auch nur in der X-Variante die Taschenlampe, die habt ihr hier in allen anderen Varianten, in den drei Größen sind sie mit der FÜG verfügbar. Dafür ist sie natürlich ein Ticken günstiger und für mich dann halt so auf dem dritten Platz. Also 13,5 Punkte, sorry. Und jetzt hier leider abgeschlagen auf dem letzten Platz die 9,65 mit gerade mal 10 Punkten der Hälfte. Hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ich sage euch, dass es dennoch hier ein Sieger ist. Für mich ist das der Preis-Leistungssieger. Und zwar, für den Preis bekommt ihr für 300 bis 500 Euro weniger, ja, bekommt ihr natürlich eine übel geile AMOLED-Uhr. Der Akku ist ziemlich gut, das Ding ist am richtig schweineleicht. Also zwei Uhren sind ungefähr hier eine von denen hier. Sie ist richtig schön schmal, sie ist leicht. Mit der Titanlinette sieht sie auch richtig sexy aus. Ihr könnt die Armbänder wechseln, dadurch, dass das Ding auf QuickFit umstellen könnt. Die Knöpfe sind gut, die Haptik ist gut. Ihr habt ja auch eine richtig fresche neue Software. Das ist bei der Epix zum Beispiel nicht so. Die ist angeglichen hier auf die Phoenix-Modelle. Hier ist das richtig cool, neu mit Animation, das war es, was ich sagen wollte. Ja, und habt ihr ein sportliches, dezentes Gehäuse. Ich finde das richtig, richtig gut. Ist für mich der Sieger der Herzen. Und man muss sich natürlich fragen, ob man alle die Funktionen braucht, die natürlich in diesen drei Top-Modellen wirklich noch drin ist. Das zähle ich immer noch als Top-Modell. Ihr habt ein Top-Modell hier, genau auf dem Level von dem hier, von der 965. Habt aber natürlich einfach hier eine niegelnagelneue Hardware, die aufgesetzt worden ist. Und die EPX überzeugt hat einfach, dass sie einen Duo 2 Akku bekommen hat. Und dadurch ist sie einfach bei den X-Modellen, 51mm Modellen, wirklich für mich nicht weit vorn, sondern ein Tick weit vorne. Weil die Phoenix 7X Pro Saphir Solar hat halt einfach ihre Vorteile und sie hat halt einfach ihre Nachteile. Aber für mich im direkten Vergleich einen halben Punkt vorne. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute mal so sozusagen komplett ein bisschen anders. Ich habe übrigens noch hier das USB-C-Ladegerät mit dabei. Wenn ihr ein Angebot braucht, etc. pp., unten in die Kommentare schreiben. Ach Quatsch, nee, schreibt in der E-Mail kontakt@laufbursche.de. Und ansonsten Angebote sind immer in der Videobeschreibung mit drin. Schaut unten rein, wenn euch was nicht gefallen hat. Schreibt es mir, aber bitte immer den Ton wahren. Ich kann nur besser werden. Ich werde nicht schlechter werden, ich will nur besser werden. Jetzt hält das hier nicht. Ist es halt so. Ansonsten freuen wir uns immer über ein Like und Abonnement unseres Sportladen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal.